So, einen wunderschönen guten Abend zusammen, da sind wir wieder auf Twitch und dabei haben wir die Anja und den Thorsten. Einen schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend. Und der Thorsten hat direkt ein Wasser im Arsch rausgehauen. Dankeschön, Kaffee hinterher, selbstverfreulich. Wohl. Danke. Jetzt müssen wir erstmal das Formelle klären hier, ne? Ja. Wer von euch Gaskranken hat hier drei volle LKWs hingestellt? Ich nicht. Keine Ahnung. Natürlich. Du also. Gut. Hast du schön gemacht, Thorsten. Danke fürs fleißig sein. Prost. Und keine Basteln, da hast du ein Dingsfuß am Knie. Am Knie? Aua. Ist nichts Bescheuerteres eingefallen. Ah. Endlich wieder vernünftige Sachen erzählen. Ja. Ja, du hast einen Strick mit dir die Zunge raus. Krebel. An IA. Opi. Wie geht's dir denn? Leichte Kopfschmerzen, leichte Zahnschmerzen, ansonsten geht's mir gut. Aha. Und wie geht's mit Thorsten? Mir geht's gut. Das ist schön. Mir geht's mittlerweile auch gut, denn nachdem die Geschirrspülmaschine fertig war und ich endlich meine Kaffeetasse, nein, meine Kaffeekanne wieder gekriegt habe. Ich konnte mir gerade keinen Kaffee machen. Oh. War ja ganz schlimm. Böse Sache, ganz böse Sache. Nur dann werden wir mal gleich schön gemütlich die Sachen einlagern. Ja. Den Mais. Ich würde vorschlagen, Thorsten fährt gleich vor und wir fahren hinterher. Och nee, ich würde gerne hinterherkommen. Ja gut, dann fährst du hinterher. Du könntest auch in der Mitte fahren. Nein, danke. Ich komme lieber hinterher. Opi, möchtest du vorfahren? Ich fahr vor. Gut. Wenn ich denn mal so weit bin. Oh, ja. Schau mal dort. Ein Herbielein. Herbie, dir und deiner Frau auch einen schönen guten Abend. Danke fürs Schlabberlappenschwingen. Hallo, Herbie. Und grüß deine Frau. Hallo, Herbiebot. Der Discord-Link, dankeschön. Und der TikTok-Link, dankeschön. Und der YouTube-Link. Vorhin hat der Thorsten mich angehobt und jetzt wollte ich nur mal prüfen, ob er auch zuhört. Aha. 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 Hörst du mich? Ja, wenn alles ruhig ist. Und tschüss. Die 29. Die 29. Das fühlt sich momentan aber merkwürdig an. Warum? Ja, du bist so langsam. Irgendwie, oder ich bin zu schnell. Egal. 30, sagt Herbie. Da wären wir schon bei dem ersten. Nein. Nein. Na, Herbie Mausi, alles klar bei dir? Opa sucht die. Oh, doch. Das Brot sah mal super aus. Da kannst du aber sowas von nee, nee. Was? Was? Ich habe nur gemeint, das Brot sah super aus. Ich war ja auch aus. Nicht auf das Brot bezogen. Das war auf das bezogen, was der Herbie geschrieben hat. Von wegen, oh doch.
Also der Thorsten hat auf der Singleplayer-Map versucht, oder nein, er hat es nicht versucht, er hat es gemacht, er hat die Blitzer weggelöscht, also rausgelöscht, die blitzen trotzdem noch. Böse Dinge. Brot ist für morgen, schreibt er. Aha. Brati, brati, brati. Die stand groß im Partee. Ich glaube, ich hätte liegen bleiben sollen. Ai, ai, ai. Warum? Ja, irgendwie sind sie wieder alle da. Und reden gleichzeitig. Ja, und der Thorsten hängt ganz weit hinten. Ja, mit Tempo 29 fahren ist nun mal schwer. Ich fahre 28. Dann müsstest du aber schon hinter mir sein. Der sagt mir 28. Ja, in Wirklichkeit fährt er 13 und das Ding zeigt 28 an. Oder so. Nee, 22. Opi fährt 37. Nein, ich fahre 29. Wir fahren beide 29. Du fährst 22. Nase. 22 fährst du. Solltest vielleicht mal die Nase aus dem Asphalt ziehen, dann bremst das nicht so. Dann würde ich mal sagen, Thorsten braucht einen neuen Tacho. Ines, dir auch einen wunderschönen guten Abend gewünscht. Ich würde ja sagen, der braucht eine Internetleitung, die das zeitgemäß überträgt. Jetzt fahre ich 12, weil er nicht den Berg hochkommt. Guten Abend gewünscht, ihr Lieben von Gebhardt, Sascha, dir und deiner Familie auch einen schönen guten Abend. Ich hoffe, bei Tani ist alles in Ordnung, bei dem Kleinen. Ne, warte mal, der Kleinen, so. Ja. Einen wunderschönen guten Abend, Obi, Anja und Thorsten. Hallo, Rami. Hallo, Ines, hallo. Guten Abend von Herbie. Alles gut soweit, das höre ich gern. Das ist schön. Ines, grüß dich. Gebhardt, grüß dich. Herbielein von Rami. Ach ja, Rami, was ich dir sagen wollte, der Server läuft. Mein, falls du es noch nicht gemerkt hast. Sascha, hallo von Herbie. Hi von Herbie. Opi, die Ines hat doch so viel Arbeit. Meinst du, deswegen kann die, sieht die nicht, dass der Server läuft? Nein, deswegen kann sie nicht spielen. Wer sagt denn sowas? Ja, wenn sie so viel Arbeit hat. Nein, ich meinte, ach so, du meinst, die kann tagsüber nicht spielen, weil sie arbeiten ist. Nein, ich meinte das eigentlich als Joke. Sonst könntest du ja wohl kaum zuschauen, ne, wenn der Server nicht läuft. Ach so, ja. Wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass er läuft, habe ich schon gewundert, ob das Theme aus der Konserve ist. Ja, sie hat es wenigstens verstanden. Gut. Was ist das für ein Ding, Herbie? Ein Zombie auf Steroide? Moin Herbie von Gebhardt. Moin Ines Schnucki. Du hast die Blumen vergessen. Ah, da sind die Blumen. Gut. Von Gebhardt. Thorsten ist das. Aha, Thorsten ist also ein toten ein Zombie auf Steroide. Na gut. Ein nicht toter. Heißen die dann nicht untot? Du Sascha Hasi. Hobby Bäh. Sascha Hasi. Mit Knuddels von Rami. Oh mein Gott, mit 29 hier rumzufahren, ist ja furchterregend. Und Herbie lacht sich kaputt. Moin Thorsten von Gebhardt. Hallo Gebhardt. Ja! Setzt eure Fauli-Punkte ein. Zu finden unten links. Zu Riesen und Risiken und Nebenwirkungen schlafen Sie noch eine Stunde weiter. Ein Blitzer. Richtig. Der kann dich nicht blitzen. Dann müsste der ja rückwärts rechnen. Ne? Jetzt darf ich ja 60 fahren. Leg dich wieder hin.
So, mein Tacho zeigt 65. Du weißt, dass du rückwärts. Ja, ich bin am falschen dran, ne? Das ist der richtige. Anhalten wäre gut. Die Ampel ist mal. Kuh war zu scharf. Dann schnell ein bisschen Milch hinterher trinken, wenn es zu scharf war. Ja. Du kommst hier, gut. Ich gehe mal gucken, ob ich da drüben nicht auch schon falsch. Ach, der Thorsten ist ja schon da. Es gibt auch Blitze, die blitzen, wenn du zu langsam bist. Hatte ein Kollege schon. Aha. Hä? Wie geht das denn? Ich glaube sogar, es gibt solche. Ne, das sind in dem Sinne keine Blitzer. Es gibt solche Warndinger. Wenn da eine Mindestgeschwindigkeit draufgesetzt wurde, dass man Verengungen oder so ein Kram. Es gibt sowas. Ich glaube wohl, es gibt sowas. Jetzt sind es in dem Sinn keine Blitzer, aber so ein ähnliches gibt. Die blitzen auch auf. Die machen so Warnblitze. Meinst du das, Rami? Lecker Kaffee. Ja, genau das. Er hat aber auch Post dazu bekommen. Mit Foto und Zahlungsbescheid. Ah, oh. Mir fällt gerade auf, ich habe heute noch gar keine Schoko-Cappuccino. Warte, bald kann ich kein Opi mehr gucken? Warum das denn? Hä? Klauen sie dir die Internetleitung? Hi aus dem Homeoffice in die Bild geschickt von der Omi. Hallo Omi. Hallo Omi. Hallo Omi. Dreh doch am 6.2. meinen Job an. Ja, aber du kannst doch. Du gehst du immer zu der Zeit arbeiten, wenn ich gerade stream? Omi, hi. Von Rami. Herbie, hi. Omi. Von Herbie. Andi, Omi, ja, ich sollte eventuell mal wach werden. Nee, Schichtarbeit, ja gut, da kannst du nicht immer gucken, aber doch nicht gar nicht mehr. Servus von Naschbrett. Naschbrett, dir auch einen wunderschönen guten Abend gewünscht. Sei gegrüßt. Na, Thorsten ist auch für dich. Ja. Guten Abend, Opi von. Piet aus dem Osten, dir auch einen wunderschönen guten Abend gewünscht. Guten Abend, Omi Schnucki mit Blümchen von Sascha. Komm zu mich, Anja. Komm, ja, komm. Mein Gott, bin ich nett? Ja, ne?